bin Lachtrainerin schon seit 13 Jahren und es ist einfach gut, sich wieder mehr auf die Lebensfreude einzustellen. Und Lachen ist das absolute Anti-Stress-Mittel, was es gibt. Also eine Minute Lachen, das bringt schon eine Entspannung von 45 Minuten. Probieren Sie es selber mal. Es ist einfach genial, mehr Humor und Heiterkeit in den Alltag zu bringen. Anne Graute Otte ist mein Name und ich bin Inhaberin von Otte und Grafikdesign. Und dies ist jetzt mein Werbeblock, weil Werbung wirkt. Und zwar immer, egal ob sie gut oder schlecht ist. Ich habe morgen vor einem Jahr den Kreativhof Lehmberg gegründet. Das ist mein Unternehmen in Dingen, sprich Stadt Hamminkeln. Und ich möchte Kreativität und Urlaub vereinen und biete neben Gästezimmern halt diverse Workshops, die auch, auch durch Fremdprozenten mit bestritten werden, sodass ich ein breit gefächertes Portfolio anbieten kann. Ich bin Künstlerin, ich komme aus Dienstlaken und biete auch Malkurse an und veranstalte Ausstellungen mit Tellivo Art. Es sind überwiegend Zeichenkurse, also für Privatleute. Für Firmen noch nicht, es wäre aber möglich, wenn das jemand möchte, weil das ja auch ein gewisses Kreativitätstraining ist. Mein Name ist Jürgen Otte, das Unternehmen heißt Otte und Innenarchitektur. Welche Kunden sind so Ihre klassischen, die Sie vielleicht auch suchen? Auf der einen Seite sind es die Privaten, die jetzt in der letzten Zeit immer mehr zugenommen haben, wo es dann um die hochwertigen Ausbauten und Umbauten geht. Und auf der anderen Seite sind es die mittelständischen Unternehmen, die hier im Ruhrgebiet ansässig sind. Für mich ist es ganz wichtig, mit Lebensmitteln ein Bewusstsein zu schaffen. Und ich mache auch aus Lebensmitteln Kunst. Kunstgegenstände. Mein Name ist Elisabeth Kochsen-Hansen, suche eventuell einen Inneneinrichter oder einen Innenarchitekten, wo ich also projektmäßig arbeiten kann. Das heißt also, ich habe eine komplette Werkstatt mit dementsprechend Bügelgeräte, mit meinen Bohrmaschinen, ich kann also Montage machen. Mein Name ist Dennis Darko, ich bin Geschäftsführer der Kommunikations- und Werbeagentur Digital Media mit Sitz in Duisburg-Walsum. Unsere Aufgabe ist es, kleine und mittelständische Unternehmen vom 1-2-Mann-Betrieb bis zum 10-Mann-Betrieb und größer als Marke zu positionieren, was halt heißt, die eigenen Stärken, die USPs eines Unternehmens durch Kommunikation, durch Werbung, durch Marketing letztendlich auf die Straße zu bringen, um so das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu halten. Ich habe am Anfang November an den International Portrait Qualification teilgenommen und bin dort ausgezeichnet worden mit dem International Photographer of High Performance. Eine Serie von 15 Bildern, schwarz-weiß gearbeitet, die ich in Rheinberg während des Music Art Projekts fotografiert habe. Typen, schön ausgearbeitete Schwarz-Weiß-Fotografien, die von einer internationalen Jury bewertet worden sind. Peter Hahn vom Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp. Wenn Sie mal einen anderen Blick auf Ihr Leben werfen wollen, dann kommen Sie zu uns nach Kamp-Lindfort. Kloster-kamp.eu. Sie sind herzlich willkommen.